So, hi, hallo, da bin ich wieder. Ne? So, wir machen direkt im Thema weiter. Ne? So, wir sind dann von Dr. Leugian über Chambachun, Jibman, Leugting nun endlich beim eigentlichen Thema angekommen. Professor, Doktor, Zentes, Meistergrad, Kernspecht, EWTO, wer kennt sich aus? So, ich knüpfe einfach mal an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. 1975 ist der Kontakt zwischen Leung-Ting und Kernspech entstanden. 1976 ist dann Leung-Ting mit den Plänen für das Wing Chun UFO, ja, nach den ganzen neuen Paradigmen aus der letzten Lebensphase von Japan, nach Deutschland gereist und hat die Deutschen, Kernspech, voll vom Potenzial überzeugt. Ne? So, und dann gab es erstmal formelles Basic WT Training für Kernspecht, damit er erstmal irgendwas kriegt, was er auch verkaufen kann und wonach er Schulstrukturen so aufbauen kann. So, das Training hat er dann da direkt mit Leung-Ting gestartet. Ne? Der ist aber bald wieder abgequalmt, weil der mehrere Eisen im Feuer hatte. So, und hat seinen Bruder Leung-Twen nach Deutschland geschickt und hat ihm gesagt, hier bringt den Kernspecht mal das Programm bei hier. Ne? So, und dann ist Leung-Ting in gewissen Abständen nach Deutschland gekommen und dann hat er so angefangen, dass dann die EWTO-Leute auch nach Hongkong und so ist das dann so eine Art Fernbeziehung gewesen. So, ne? So, dann wird er bis zum Anfang der 80er Jahre darüber nachgedacht haben, wie er den Kampfkunstmarkt erobern kann. Und hat bei der Marktanalyse festgestellt, so, ey, diese Traditional Martial Artist Typen und so, die machen gar kein Sparring und so, die kämpfen gar nicht so richtig so, ne? Hey, ich hab ne Idee! Bei dem war schon klar, dass das Leute sind, die nicht so richtig was mit Kämpfen zu tun haben. So, und wenn der jetzt Kämpfer aufbaut, so, ne, und die da hinschickt und dann der Status geklärt wird, so, ne, dann können wir die vom Markt verdrängen und den Markt übernehmen. So, dann Anfang der 80er hat er angefangen, sich so seine kleine Elite aufzubauen. Ne? Mit Leuten wie Sadi Afci, Emil Bostepe, Victor Gutierrez. Da gehört auch ein Guido Wedekind mit dazu, ne? Thomas Mannes, Frank Ringeisen. So, und in dieser Zeit gab es auch sowas wie Sparring. Ja? Das war jetzt nicht so Sparring, was ein Vollkontakt-Wettkämpfer sich darunter vorstellt, ja? Sondern eher so ein Benimmregelsparring. Ja? Das muss man sich das auch so vorstellen, dass Kernspecht seine ganzen Schäfchen, seine ganzen Kämpfer unter Kontrolle halten musste. So, und dabei hat ihm so diese chinesische Tradition geholfen, ja, die er von Leung-Ting ja auch aufgedrückt bekommen hat. Ne? Sifu ist der Boss. So, die Leistungsgrenze des Bosses wird immer respektiert vom Niedriggraduierten. Ne? Der wird immer sich in dem Rahmen bewegen, so, aber es ist sichergestellt, dass nie das hier auch nur versucht wird. Ja? So, und danach wurden halt so sparringsmäßige Drills durchgeführt von Wing Chun Kampfprinzip 1 und 4. Das heißt, der Weg Freistoß vor, zieht sich der Gegner zurück, Folge. Ja, und dabei war jetzt vielleicht gar nicht so die WT-Technik das Revolutionäre, ja, sondern das aggressive Vorwärtsverteidigen, ja, so diese Universallösung, ja, dieses Gegnerverfolgen, Reizüberfluten, ja, so was bei MMA-Leuten heute auch durchaus ein bekanntes Phänomen ist. Also es macht durchaus Sinn, ne, wenn ich jemanden, ich habe nur kurze Zeit, das sind keine wirklichen Kämpfer, ich muss halt irgendein paar Bauern dazu kriegen, jetzt ihr Land verteidigen zu können und dann habe ich vielleicht ein paar Wochen Zeit, wenn es hochkommt, denen was beizubringen. Also bringe ich den bei, ihr steht jetzt so und dann ta 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 ta, dann stürmt ihr einfach nach vorne. Und das funktioniert super. Das ist auch heute noch in vielen Selbstverteidigungssystemen, das ist das Mittel der Wahl. Weil alles nachher, wo ich differenzieren muss und besser abwägen muss, das ist eine Sache von viel mehr Training. Also ich kann mit viel, im Krav Maga ist genau das, oder? Ah, es geht los, bam, 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 einfach rein, einfach irgendetwas machen. Also dann haben die Deutschen auch angefangen, sich an dem Hongkonger Programm zu vergreifen, ja, und haben dann halt eigene Lazo-Programme entworfen, ja, mit anderen Zielausrichtungen, so in die Richtung gegen diese Traditional Martial Artists und so weiter, ne. So, aber da haben dann halt auch diese Justierungen angefangen, die ihren Peak dann später auf Schloss Langenzell hatten, ne, dazu aber dann gleich. So, und dann haben die Hausbesuche angefangen, so, ne, bei so diesen Traditional Martial Artists, so bei einigen Karate-Schulen, ne, Wovinam, Wushu und andere Wing Chun-Schulen, ne. So, und da haben die mit Kampfprinzip 1 und 4 hier, so, haben die alles wegrasiert. So, dann kam das größte Ding, Emil Bostepe gegen William Choing hier in Köln, ne, was am Ende leider eine No-Contest-Decision war, ja. Also, es konnte nicht gewertet werden aus MMA-Perspektive, ja, weil keiner der beiden K.O. gegangen ist oder aufgegeben hat, sondern Leute von außen haben das getrennt. Emin Bostepe wins because of that takedown. Here he trapped the arm, bang. So, zum Kampf ist zu sagen, ist nicht gut gelaufen, wenn du beweisen willst, dass dein Striking-Style besser ist als den sein Striking-Style und die Situation grappling-mäßig am Boden endet.
Here, he trapped the arm, bang. Von der Treffer- oder Dominanzperspektive, so hat Emin das Ding für sich entschieden und hat auch aus der Not eine Tugend gemacht. Ne? Also, der musste ja hinterher auch, musste erklärt werden, wie war das hier mit diesem Bodenkampf, Bodenkampf. So, wo dann Emin Bostepe aus dieser Situation heraus, aus diesen Umständen, sein Anti-Bodenkampf-Programm entwickelt hat. Ne? So, dazu gehe ich aber mehr in seinem Video ein, sowas, weiß ich nicht, übernächste Video oder sowas, so, ne, wenn euch das interessiert, guckt da nochmal rein. So, und die haben dann den internationalen Wing Chun-Markt übernommen und dominiert, so, ne, 87 ist Emin Bostepe Fight of the Year geworden, ne, so, Leuting und Kernspecht, so, ne, ihr Business war am Rollen, ne, da kam dann so Schloss Langenzell und so, ne, Anfang der 90er Jahre. Geschickt versteht es der Meister auch, recht einträgliche Geschäfte mit seinem Können zu machen. Der Mercedes-Cabrio-Fahrer und stolze Ferrari-Besitzer will demnächst sogar einen Hubschrauberlandeplatz neben seinem Schloss bauen lassen. Oh ja, alles so langsam auf dem Peak, so Emin Bostepe auf seinem Leistungspeak. Da habe ich ein Interview gesehen von Emin Bostepe, das gibt es heute noch, aber leider nur geschnitten. Nur wo der so eine Hofeinfahrt kommt und die sagen, jawohl, in der Szene gilt er als unschlagbar. Hier kommt er, Emin Bostepe, der König der chinesischen Kampfkunst Wing Chun. Der 28-jährige Türke gilt in der Szene als unschlagbar. Und er sitzt in so einem Fitnessstudio, erzählt ein bisschen was über Wing Chun und spricht auch über Wing Chun Vollkontakt-Wettkämpfe, so, ne, die in Planung wären und so. Ne, was dann aber in der darauf folgenden Zeit so, ne, zerdiskutiert wurde und verworfen wurde. So, das war dann die Entscheidung, ne, entweder Leistung, ne, oder Kommerz. I have a bad feeling about this. So, dann 1993 hat UFC die Kampfkunstwelt geschockt. A character of comparative fights, that means style versus style, and which style is the best. It was not the modern MMA sport what it is today. There were only three rules, no biting, no eye gouging and no groin shots, were be enforced only by a $1,500 fine. The match only ended by KO or submission. Und WT war so im Zugzwang, ja, so haben die ja ihre Promotion so aufgebaut, so, ja, wir sind der überlegene Stil, wir putzen alle weg hier und so, ne, und das ist, Wing Chun ist das Nonplusultra der schusswaffenlosen Selbstverteidigung. Alles hat keine Chance, alles ist schlecht, ja. Einziges Wahre ist halt Wing Chun. Und die mussten halt was dazu sagen, sodass Emin Bostepe Rickson Gracie herausgefordert hat. Nach ganz viel langem Hin und Her und Her und Hin, so ist daraus leider nichts geworden. So, die Gracies sagen so. Die Informationen sind aus Rio, die sind schon aus Brasilien. Hat man mir damals auch gesagt, ja, dass, ja, das in der Hinsicht gar nicht so zustande gekommen wäre. Die Story war wohl, dass Helio ganz klar gesagt hat, der Reus wird nicht kämpfen, das wird Rickson machen. Ja. Wenn, kämpft der Rickson. Emin Bostepe sagt so. Er ist der Anwalt, da hat er mich angerufen. Emin, der Kampf wird nicht stattfinden zwischen dir und Reus. Da habe ich natürlich auf MF, BS die ganzen Worte halt beschimpft. Ne? Mhm. Dass er kein Mann ist und keine Dings zwischen den Beinen hat. Und dass er seine Krawatte einen Anwalt mal ausziehen soll. Er ist auch zigfach schwarz-gut in Brasilien. Guck mal, da gesagt, wir sind 500 Brasilianer und Familienmitglieder. Gut, da bin ich der einzige Türke hier. Dann kommt eins nach dem anderen. Ich sage, am Ende hat Kernspecht das nicht gewollt. So, ne, denn dem war klar, so, dass wenn Bostepe den Kampf macht und den verliert, dann verlieren die alles. Ja? So, dem Ferrari, das Schloss, den Hubschrauberlandeplatz, so. So, und Schloss Langenzell war ganz, ganz wichtig, so, ne, weil da war diese WT-Entwicklung auf ihrem absoluten Peak. So, ne? Das richtige Kämpfen war dann seit Beginn der 90er Jahre so ein bisschen in den Hintergrund geraten. War ja alles durch Hierarchie geregelt hier. Ne? So dass diese frischen Techniker konnten kommen, die jetzt nicht ganz so oft diese harte Schiene gestanden haben. Die konnten sich entfalten. So, ne? Und die haben das ganze Wing Chun-System bis ins letzte Bestandteil auseinandergenommen und geupdatet, so wieder zusammengesetzt. So haben das ganze messerscharfen Trainings- und Verhaltensdiagramm unterworfen, so, ne, und haben eigentlich diese sportwissenschaftliche Basis erschaffen. So, gerade da auf Schloss Langenzell, ne, haben die sich dann der Umsetzung von Kampfprinzip 2 und 3 verschrieben. Ne? So ist der Weg nicht frei, bleibt kleben, ist die Kraft zu stark, gibt nach. Das hat dann zwar nicht seinen Weg in diese sparringsähnlichen Übungen gefunden, denn die hat man halt seit Anfang der 90er Jahre ja auch nicht mehr gemacht. Auf internationalen Lehrgängen und Schaukämpfen. So, das ist alles nur noch Demonstration gewesen, Veranschaulichung. Er kann überhaupt nicht sehen. Und er sieht nicht, Leute, mein Gott. Und steht. Ja, und dieses High-Level-Chizor, alles nach diesen Benimmnisch-Regeln, ne?
So, und ja, ich denke mal, über Schloss Langzell werde ich nochmal ein extra Video machen. Und so, da gab es ein bisschen Unruhe, dann kam so ein bisschen die unangenehme Zeit, und es gab auch Diskussionen wegen Kohle. Ne? Wenn wir Zahli Afci, so, weil der keinen Bock mehr hatte, seine ganze Kohle an Kernspecht abzudrücken. So, ne? Der hat das so gesehen, so, guck mal, das ist meine Schule, die habe ich aufgebaut, es gibt andere Schulen, so, ne? Das sind Ausbilder, die ich hochgezogen habe, warum soll ich meine Kohle mit Kernspecht teilen und dem seinen Hubschrauber-Landeplatz bezahlen hier, so, ne? Mach ich nicht mit, ist ausgestiegen, so, ne? So, das konnte recht flach gehalten werden, weil das Internet einfach noch nicht so weit war. So, ne, und da gab es dann halt auch Riesentheater im Hintergrund, so, ne, also Kernspecht die ganze Allmann-Register gezogen mit Verklagen, gerichterliche Verfügung, ja, 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 ja. So, dann hat aber Afci eine finale Ansage gemacht, die es in sich hatte. Fuck you with all due respect. So, dann hat Kernspecht den Schritt zurückgemacht, so, und die Dinge sind einfach unabhängig voneinander so weitergelaufen. Aber das war kein gutes Beispiel für andere, ne? So Leute wie Birol Özdemir haben gesagt, wie, der Afci geht einfach raus, muss gar nichts mehr bezahlen und so, ne? Das kann ich auch so, ne? Emin ist auch langsam so außer Kontrolle geraten, so. Der hat auf sämtliche so Gebietsabsprachen geschissen, so, hat die Leute kontaktiert, hallo, willst du Lehrgang und so? Ist da überall hingefahren, so, getreu dem Motto, so, wer will mich denn hier abhalten, so, ne? So ein Kernspecht gemerkt, dass er langsam die Kontrolle über alles da so verliert, so mit diesen ganzen starken Jungs, die er in der 80er bis in der 90er gebraucht hatte, so, ne? Aber jetzt so langsam ist das auch so unangenehm geworden. So, ne? Ja, ich hab's! So, Kernspecht war seit geraumer Zeit schon klar, ne, dass da ein Umschwung her muss, ne, die Zielgruppe muss geändert werden, ne, wir brauchen eine schwächere Zielgruppe hier. Ne? So, und das Ganze hat sich dann noch ein bisschen fortgesetzt, bis dann 2001 die Bombe geplatzt ist, so zwischen Leutding, Kernspecht und Emin Bostepe, ne, gab es dann diesen riesen Knatsch. Das war eine Schlammschlacht sondergleichen, so, ne? Emin Postepa hat so gesagt, der Leutding hat so gesagt und der Kernspecht hat so gesagt und nang, nang, nang. Das wurde im Internet zerrissen, das war ja schon mal fortschrittlicher, das wurde in jedem Forum auseinandergenommen und zerrissen und alle haben hämisch gelacht und so und haben sich lustig gemacht über die EPTO und so, ne? Oh, da war was los, so, ne? Und als ob das nicht genug wäre. Da hat ein frischer Techniker namens Sergio gecheckt, ne? Dass der Kernspecht alle verarscht, alles in Scheibchen schneidet, alles einzeln verkauft, entscheidet, wer was kriegt, wer was nicht kriegt und hat sich dann gedacht, so, oh, ich muss den Kernspecht als Zwischenhände ausschalten. So hat dann ein neues Ding in Hongkong kontaktiert, ist dann dahin für 8-9 Monate und hat das komplette waffenlose Leung-Ting Wing Chun Programm bekommen. So ist dann zurück nach Deutschland, ne? So, und nach dem Motto, so, ich weiß was ihr nicht wisst hier. Und er hat ja einen von seinen alten Sifus kontaktiert, Hans-Peter Edel. So, und wollte da mit seinem Wissen glänzen. So, Hans-Peter Edel war clever, hat Kamera Rekord gedrückt. So, und hat dann dem Sergio das komplette Hongkonger Leung-Ting-Programm aus der Nase gezogen. So, damit war die Bombe auch geplatzt. Worum es eigentlich ging in diesem endlosen Rennen, auf diesem endlosen Weg um das Programm. So, und da ist dann noch mehr entstanden, so, ne, daraus ist dann die Liberalisierungsbewegung später gekommen, so, ne, Sergio hat dann mit Alan Fong in New York die Waffentechniken sich gekauft und hat dann hier in Deutschland gab es dann die Allianz Reimers und so, die auch was dann mit dem zu tun hat, dann kam Dragos raus und nang, 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 nang. Ah ja, das ist doch irgendwie, ne? So, nach diesem Kollaps gab es noch einmal ein Aufbäumen von Stefan Krinko hier. So im ersten MMA-Kampf ist er so ganz gut reingekommen jetzt, ne? Es hat sich leider schnell auf den Boden verlagert, da hat er seine Chance gesehen, ja. So, und hat sich draufgestürzt und hat den wie ein Metzger auseinandergenommen, ja. Also da war jetzt nicht viel von akkurate Wing Chun-Skills so zu sehen. Im zweiten Kampf ist es auch sehr schade verlaufen. Aufeinandergeprallt, das Striking Game konnte sich gar nicht entwickeln. Forward, open here, into the punches, clinch situation. Ja. Bang, take down. So. Unten am Boden, Non-Grappler-Fehler, Arme gestreckt, da kann er schon froh sein, dass er da nicht schon einen Armbar reingeknallt gekriegt hat. Das hat dann den Rücken gegeben, Rear Naked Choke, ganz schnelles Ende. So war das Thema Kämpfen in der EWTO auch nun für die Frischlinge endgültig erledigt und begraben.
denen ist dann klar geworden, so, dass das ganz viel Training bedeutet, ganz viel Arbeit und so weiter. Ne? So, und bis wir dann Erfolg haben, haben wir ganz viele Misserfolge. Das steht konträr zu dem Konzept, was wir mit der EFI-TO vertreten. So, da ging leider 2006 auch YouTube los, so, ne? Und dann konntest du das auf einmal alles in bewegten Bildern sehen, so, ne? Da konntest du checken, so, ey, krass, guck mal, die Typen halten immer die Arme unten und so. So, bei Fotos ist das gar nicht aufgefallen. Da ist das ja auch noch so ein bisschen deiner Fantasie überlassen, wie du die interpretierst, ne? So, aber bei den bewegten Bildern hast du erstmal gesehen, so, ey, guck mal, diese anderen Typen sind kooperativ, unterwürfig. Der Sifu sieht immer nur so aus, als ob und so, ne? Also, so, da war ganz vorbei, so, aber Kernspiel hatte da rechtzeitig reagiert und ist dann so in Richtung Lifestyle, Sport und Fitness gegangen. Naja, Sport weniger, so, aber so ein bisschen Fitness und Bewegung, ne? Und hat dann diese lustigen Uniformen hier eingeführt und so. So, und da haben dann auch die Alteingesessenen gesagt, so, guck mal, jetzt reißt mir langsam, hab ich keinen Bock mehr drauf, so, das ist dann 2010 ist dann Victor Gutierrez ausgestiegen. So, der wollte nicht mehr, weil dann in der EWTO nicht mehr gekämpft wurde, hat so seine eigene Pläne gemacht. So, und ja, Kernspech hat dann eine Entschuldigung erwartet, weil der mit denen das nicht abgesprochen hat und so. Ne? Und dann sitzt Victor Gutierrez jetzt hier so schön artig, ne? und erklärt und entschuldigt sich so, aber bringt es letztendlich doch auf den Punkt. Ne? Ich hatte mein Ziel in letzter Zeit. Das war, dass Wing Chun vollkontaktfähig wird, dass Wing Chun sein Image wieder gewinnt als Kämpferstil. Und ich hatte das Gefühl, dass so eine Sparte innerhalb der WTO nötig wäre, aber habe nie das Gefühl gehabt, dass das wirklich auch zustande kommen würde. Wir sind damit verblieben, dass wir auch weiterhin in Zukunft irgendwie zusammenarbeiten werden. Das freut mich. So, und jetzt, das ist sehr interessant, so, ne, Victor Gutierrez musste noch eine Nummer mitmachen, so, ne, die Kernspechte angeordnet hatte, ja, ne, und zwar ein Video, wo er Lasche kriegt, so, damit er einfach mal klar ist, dass der Kernspechte der Boss ist, so, ne, so, und der Victor ist hier der Niedriggraduierte, so, ne, und das veranschaulicht auch ganz, ganz deutlich, wie das läuft mit diesem Benimm-dich-Regelsparring, so, ne, also bei Victor Gutierrez sah das Ganze jetzt nicht mehr so aus. Oder so. Sondern der war jetzt der Niedriggraduierte, so der erniedrigt wurde, so, ne, auf dem rumgeritten wurde. Wo der Kernstrich nochmal gezeigt hat, so, weißt du, wer hier die Axt im Wald hat, so hier, ne? Also ich finde es ziemlich krass, so, dass er das so über sich ergehen lässt, so, dass er so zu Knie ist und boah, da muss ja schon eine mental ganz krasse Bindung sein. Ne? Was ist das für ein krasser Gehorsam, frage ich mich so. Ne? Hier gibt es jetzt auch gerade ein Video, was im Umlauf ist, so EWTO eine Sekte oder nicht. Ja? So hatte sektenmäßige Züge in den 80er und 90er Jahre. So, ne? Das repräsentative Ambiente strahlt schon jetzt seine Überlegenheit auf seine Jünger aus. Seine Überlegenheit auf seine Jünger aus. So, daraus sind dann im Laufe der Zeit, 2000er umgeschwungen, sind dann allgemeine Geschäftsbedingungen daraus geworden. So, ne? Also diese ganzen Generationen wissen gar nicht, wie das vorher so alles abgelaufen ist und was da alles so passiert ist. So, ne? Aber da sind zwei Dinger daraus entstanden von Ablegern der EWTO, die rausgegangen sind und dann wirklich zu Sekten geworden sind. So eine davon richtig gefährlich auch so. Ne? So, also, das haben die ja irgendwo her gelernt, so, ne? Vielleicht softer und die haben es dann hardcore ausgelebt. So, aber das heißt ja, dass sie das zumindest in Soft-Version vorgelebt bekommen haben, ne? Seine Überlegenheit auf seine Jünger aus. So, 2016 ist dann Thomas Mannes ausgestiegen, ne? So, ziemlich ruhig, der hat sich immer aus allem rausgehalten, so, ne? Hat sich immer bedeckt gehalten. So, bis heute, ne? So, aber so ist das gelaufen, so, ne? Und ist heute von den ganzen Leuten übrig geblieben aus dieser Anfangszeit, sagen wir mal, späte 80er oder was so, ne? Oliver König, Chambry und hier, wie heißt der, über das Niveau heute, was sie da verkaufen, darüber brauchen wir gar nicht reden hier.
So, ja, das Fazit jetzt aus der ganzen Nummer so, ja, die EWTO war mal gefährlich, so, die hatten krasse Kämpfer und so, ne? Einfach, weil die ein Händchen für ihre Entscheidungen hatten, wen sie sich denn da aussuchen, so, von unseren Fighting Culture, ne? Wo sie denn da einfliegen und Hausbesuche machen, ne? So, die sind da sehr überlegt rangegangen, die haben den Ort bestimmt, die haben die Zeit bestimmt, die haben den Aufwand bestimmt und die haben die Eier gehabt, das durchzuziehen, mit zwei, drei, vier Jungs irgendwo einzufliegen und den Non-Fighting Culture Sifu zu einem 1 gegen 1 zu nötigen, so, ne? So, das sagt aber rein gar nichts darüber aus, wie die jetzt im Ring gegen ebenfalls hochtrainierte Kämpfer auf Augenhöhe, unkooperative Gegner, die ihr eigenes Ding durchziehen wollen, Thai-Boxen, Kickboxen und so, ja, so wie die da abgeschnitten hätten, so. Danach hat sich Kernspecht des Gefährlichen entledigt, ne, und schröpft jetzt die Leute, die jetzt so netto übrig geblieben sind, von diesem ganzen Aufbau bis zu den 2000ern. Kann man mal so ganz pauschal sagen, so, ne? Das, was der jetzt macht, ist denen seine Rente, so, die Leute rumschubsen und so, ne? Muss sich konzentrieren, der ist was dicker und schwerer, aber größer, ja. So, hier, nächste Schubstechnik, ja, wieder, komm, hier, und Schubstechnik. Ja, so abschließend kann gesagt werden, ja, die Deutschen haben dieses Hightech Wing Chun UFO gebaut, ne? Die hatten in den ersten 14 Jahren, haben sie das UFO halb fertig gestellt, ne? Also das heißt, sie haben es in die Luft gepasst, konnte fliegen so, allerdings nur geradeaus, ne? Das sehr rasant und schnell und aggressiv, ne? Nach Kampfprinzip 1 und 4, ist der Weg Freistoß vor, zieht sich der Gegner zurück, Folge, ne? So, aber es konnte sich noch nicht frei im Raum bewegen, es konnte nicht so richtig kleben bleiben, nur richtig nachgeben, ist mit gewissen Distanzen nicht zurechtgekommen, so, ne? Es hat aber gereicht, um alle Rennen, an denen sie teilgenommen haben, ja, so zu gewinnen. Ja, so damit kam dann auch der Erfolg. So, und die Notwendigkeit, das UFO fertig zu entwickeln, ist immer mehr in den Hintergrund gerückt. Man hat sich langsam so von diesem Kämpferischen zurückgezogen, so dass es dann immer mehr technisiert wurde und man sich immer mehr in diesem Chisau wiedergefunden hat, was ja auch gewissen Benimmregeln unterlag, ne? So, da konnte man Kampfprinzip 2 und 3 konnte man da hypothetisch aufstellen, trainieren, üben, nachvollziehen, experimentieren, aber dadurch, dass sie das nicht auf die reale Teststrecke bringen konnten, ja, wenn es auch mindestens dieses Benimmregelsparing war, ja, so, dadurch haben die keine verlässlichen Ergebnisse gehabt, die irgendwelche vernünftigen Rückschlüsse erlaubt hätten, so dass die dann Hypothese für Hypothese aufgestellt haben und sich immer mehr im Non-Fighting Culture Wald verlaufen haben. Also, und die ganzen Hypothesen sind auch immer abwegiger geworden, ne? So, was die mit Kämpfen zu tun haben, ist verschwindend gering, ne? So, ich habe einfach an deren Arbeit aus den 90er Jahren angeknüpft und habe das UFO fertig gebaut hier, ja? So, und fliegt das immer beim Thai-Boxen und MMA-Striking. Da müsst ihr mal vorbeikommen, so. So, es könnte ja sein, ne, dass die jetzt mal auf den Trichter kommen und sagen, Mensch, der Olli, der hat recht hier und so, ne? Wir müssen mal richtig den Stock aus dem Arsch ziehen und mal richtig loslegen hier. Und die fangen jetzt an zu entwickeln, ist super so, ich kann relaxed bleiben, so, ich bin 10 Jahre im Voraus, so, ne. Die cleverste Idee wäre natürlich, mich zu kontaktieren, so, ne. Ich bin auch ruhig, wenn der Preis stimmt, ne.